keiner da. Oh. Keiner da, Mann. Hero. Willkommen zurück zu Hero. Zwei Leute sind auf dem Server. Ich bin gespannt, wer es ist. Einen weiß ich, den anderen noch nicht. Weil eigentlich streamt gerade Simon. Also nicht jetzt gerade, sondern gestern gerade. Hallo. Oh, Kalibur. Ich glaube, den hol ich mir zuerst. Ah ja, kriegst du. So. Ich meine, ich habe es auch angekündigt. Ich habe den im Hero-Chat geschrieben. Ab jetzt gibt's auf die Fresse. Ich muss nur mal gucken, wie viel ich von den Dingern hier mitnehme. Also wenn unten einer rausbricht, muss ich den neu reinlegen. So, die beiden waren dafür. Ne, warte, so rum. Also sind die beiden Ampullen für die vier. Für den. Und den. Geil. Obwohl, einen können die noch und dann können die noch zwei Ampullen reintun. Aber sonst geht's mir eigentlich ganz gut. Man sagte mir, die wären... Ah, guck mal hier. Ah, da ist sogar noch so eine Kette. Krass. Kette, krass. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Guck mal, wie ich jetzt gerade wieder nicht zählen kann. Ne, warte mal. 2 Talismänner bei 2 Dingern. 6, 7, 8, 9, 10. Das heißt, ich könnte einen mehr mitnehmen. So. Ich hoffe, das ist jetzt richtig, was ich hier mache. Und ich hoffe, ich werde nicht sterben. So, Kalibur. Wo ist Kalibur? Ich glaube, Simon spielt noch eine Runde. Länger als Kalibur. Aber ich würde mir ganz gerne noch mal eben ein paar Scroll... Weißt du, Spiegel benutze ich nicht, wie letztens schon einer geschrieben hatte. So, weg damit. Ah ja, warte. Stab. Ist da hier wieder alles durcheinander, ich sehe das schon. Da. Okay. Wo war's? Kalibur war statt Pink. Oberste Etage. Portaletage. Ja. Und dann gucke ich mal, ob ich den Simon noch bekomme. Ja. Limbo. Enderman statt Pink. Da oben haben wir sie. Statt Pink. Erstes Opfer suchen. Ich meine, jetzt kommt wieder, oh, der hat mir doch nichts getan. Aber darum geht's ja. Das ist ein PvP-Objekt. Projekt. Und ich würde gerne mal testen, was diese Waffe an Spielern macht. Ah, da ist er. Überraschen wir ihn mal. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was diese Waffe gegen Spieler macht. Schade. Oh, schade. Und einer will in die Portaltür. Oh, sauber. Das ging aber schnell. Krass. Oh, mein Gott. Okay. Warte mal. Jetzt habe ich leider keinen Rucksack mit. Muss da irgendwas machen. Und zwar muss ich mal eben seine Ausrüstung sichern. So nett sind wir ja doch noch. Boah, ich hoffe, ihr landet jetzt keiner. Left the game. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, wo eine Kiste ist. Kiste. Da, guck mal. Ich meine, ich darf zwar keine Kisten öffnen, aber ich tue es jetzt einfach mal hier rein. Oder auch nicht. Das war aber nicht nett.
Ich weiß. Okay, die Pumpkins, die können hier, glaube ich, hin. Ah, fuck. Oh mein Gott. Komm, die Rüstung will ich ihnen aber noch sichern. Krass, die Rüstung ist gar nicht mehr da. Ach so, die war bestimmt mit Soul Teaser verzaubert, ne? Okay. Na gut, hat er zumindest das wieder so einigermaßen, was er gebraucht hat. Da ist noch so ein Seelengefäß. Was habe ich denn in meinem Inventar? Was nicht da rein? Achso, die Knochen. Die Knochen. Er weiß über die Talismänner Bescheid, ihr Petzen. Deswegen, wie gesagt, ich weiß nicht, wie die bei PvP reagieren. Kann natürlich sein, dass ich dann quasi down bin, aber wer weiß es schon. Oh. Nein! Aber ich bin mal so nett. So, ich habe mir nochmal gefragt, ob er weit genug im Stream ist. Wer weiß schon. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück. Ah, jojo, okay. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Auf dich nicht. Auf deine Zuschauer. So, 13 Minuten da, perfekt. Perfekt. So. Wo haben wir es? Stadt Rot. Oh, das ist so aufregend. Ich gucke immer noch so mit auf die Uhr, weil, wie gesagt, 12 Minuten. 13 ist er da und 12 Minuten habe ich noch. Ich tippe mal, dass er am Baum. Oh, geil, ein Riesenrad. Oh. Ich habe auch nicht gesehen, muss ich mir gleich mal eine Aufnahme angucken, wie viel Schaden dieses Schwert gemacht hat. Weil er war relativ schnell down. Schauen wir mal. Und solange ich diesen Staub hier mitmache, ist das. Ach, zwei Stück hat er verbraucht, krass. Oh mein Gott, was ist das? Geil. Obwohl ich sagen muss, das sieht ja echt nice aus mit den ganzen Verzierungen. Und ich meine, ich fand sowieso in der Wüste die Stadt sowieso irgendwie cooler. Da wollte ich ursprünglich mal hin. Okay. Ich mach mal ein bisschen lauter, ich höre gar nichts.
Heute wollte ich es auch fair machen. Ja, das war lustig. Ich sollte mich vielleicht nicht mitten. Oh, mir ist meine Maus so schnell geworden. Ich sollte mich vielleicht nicht mitten reinstellen. Also kann die alles überblicken. Hier ist ein guter Beobachtungspunkt. Ach du Scheiße, ey. Da so greift man so raus an. Ne, schade. Ich finde ihn nicht. Keiner da, oh. Keiner da, Mann. Aber manche haben ja auch geschrieben, bei diesem Schwerte, was ich hier habe, da wird sich wiederum ein Schild lohnen, weil wenn ich jetzt hier blocke, wird dieses Schild blocken im Grunde. Das ist ja bei den großen Schwertern nicht, die haben ja selber dieses Schildsymbol da unten. Und dann könnte man sogar ein Schild machen, was Pfeile reflektiert. Wäre eine Variante gegen Simon. Oh, schade. Ich werde ihn nicht finden. Ich weiß nicht, wo er ist. In seinem Haus ist er. Seinen zweiten Wohnsitz. Oh, ein Chocobo, cool. Aber egal, ich glaube, ich werde trotzdem immer noch auf der Lauer bleiben. Ich glaube, ich werde irgendwann dieses Login-Fenster. Guck mal, ich gucke die ganze Zeit, ob der irgendwo ist. Dieses Login-Fenster quasi immer auflassen und sobald ich sehe, einer geht online, werde ich dann mit online gehen und dann gucken, wo er ist. Und ihr habt natürlich recht, in den Kommentaren wurde ganz oft geschrieben, von wegen, dass ich nicht gegen Stadtrot oder gegen Gelb gehen soll. Werde ich dann auch nicht machen. Deswegen nur bei den anderen. Ich hätte es gesagt hier oder so, aber ich meine, ich habe ja gerade kurz mal reingeguckt, ob Simon überhaupt streamt und da habe ich halt gesehen, dass er an einem Baum arbeitet. Also ich weiß ja nicht, ob das sein Hauptbaum war oder irgendein anderer. Ich habe keine Ahnung. Voll aufgeladen. Schade. Ach stimmt, mit Schaltern viel einfacher. Ich habe da immer Fackeln runter gemacht. Ich guck gerade immer, ob ich den Namen hier sehe, aber ich sehe nix. Oh, war da was? Ah ne, Chocobo. Julian. Also ihr Schiff finde ich obergeil, muss ich mal sagen. Hut ab für dieses Schiff. Sehr nice gemacht.
Vielleicht könnt ihr auch mal ein Together kommen und ein Schiff bauen. Gar keine schlechte Idee. YOLO. Ja, nicht da. Mein Behindi-Chang ist einfach nur da, ne? Ja. Der Boss. Ich würde aber sagen, dass ich mich in dieser Stadt hier mal auslogge. wie verschwenderisch ich mit diesem Stab bin, ey. Ist ja der Hammer. Komm, du darfst einen goldenen Apfel nehmen. Aber hier ist ein goldener Chocobo drin. Oh oh. Ich hoffe, da sind keine Chocobos so tot. Okay, damit kann man ordentlich spammen im Grunde, ne? Beziehungsweise in. Oh, ich muss noch was essen. Ich habe aber nur noch 2 Minuten Zeit. Das heißt, wenn er jetzt kommt. Ich meine, wenn ich in einer Kampfsituation bin, dann darf man ja verlängern. So sieht das aus. Jetzt bräuchte man echt dieses Schild, was diese Pfeile zurückwirft. Das wäre obergeil. Habe ich eigentlich Punch auf dem Bogen? Ah doch, Punch ist drauf. Power, Infinity, Unbreaking, Flame und Blight. Na, wo ist er denn? Dann darf ich überziehen. Oder ich beende und mache eine neue. Das wäre krass. Obwohl, dann könnte das auch eine kurze Folge werden. Allerdings habe ich noch genug Talismänner zu. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie das im PvP ist. Wäre schon geil, wenn es so funktionieren würde. Ach, da ist er, guck mal.
Nur Bogen im Kampf. Von den anderen Sachen wäre nichts gesagt. Da wollen wir nichts vormachen, da zieht er mich so ab. Vor allen Dingen so nichts anderes dabei, genau. Ich hole mir die ganze Zeit Ausrüstung. So voll bescheuert. Da hab ich Angst. Ich gebe doch nicht meine komplette Ausrüstung weg. Wo ist denn mein Vorteil? Aber das sind Items, die in die Kiste sollen. Okay, jetzt diskutiere ich hier gerade über die Folgenlänge hinaus. Gucken, was er sagt. Sehr gut. So, sehr gut. Also mit Simon werde ich mich nochmal kloppen. Jetzt nur Bogenkampf, wie gesagt, wäre ein bisschen blöd, weil ich hätte total den Nachteil im Grunde. Und also, weil ich nicht so gut im Bogen bin wie er, muss ich ja zugeben, das wird nicht der Hammer im Bogen. Aber zumindest haben wir... Ciao, komm. Okay, machen wir nochmal eben. Wir überziehen mal ganz kurze Runde. Einfach mal zur Achterbahn. Ich meine, das war gerade die Kampfsituation. Ich meine, und wir haben Kalibur getötet. Schon mal gut. Bestimmt voll die Falle. Okay. Stimmt. Du fährst vor.
Ich hätte da 100 pro eine Falle drin. Ach cool, erinnert. Ah, da ist der Kopf noch drin. Haut der mich, wir sind im Kampf. Voll gut. Ich bräuchte jetzt aber irgendwas hier raus. Obwohl, den Stab kann ich wegwerfen. Den Stab. Ach, guck mal, da ist mir der Druid runtergekommen. Geil. Guck mal, er isst sich voll. Okay. Genau beobachten wir. Ach so, war das. Da hinten ist er, sehr gut. Alter, man sieht nichts. Oh mein Gott. Achterbahn ist gut. Oh mein Gott. Okay, Simon ist da hinten. Ne, da hinten, WTF. Okay. Ohne Scheiß, ich hab echt Schiss. Nein. Aber geil gebaut, ohne Scheiß. Wenn jetzt in so eine Falle reinfallen würde, würde ich sagen, Respekt. Ach cool, bis jetzt. Guck mal, jetzt kommt der End. Oh nein, oh. Ausgestiegen und wieder rein. Krass. WTF. Ah, da hinten ist er, guck mal. Ah. Oh, mein Brot. Ah, ne, falsch. Mit den Fallen kann ich nicht so gut fliegen. Okay, na gut. Ich logge mich mal hier irgendwo aus. Nicht, dass er sieht, wo ich mich auslogge. Und ansonsten bis im nächsten Part. Tschüss.